Hallo und herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen und der Plan der Chamäleon-Bande. Hier ist Sabine die Cat. Und wir schauen uns nochmal kurz um. Wir schauen mal zum Pferdestall. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Die sind schon alle weg, die Pferdchen. Ich bekomme Gänsehaut und eine ordentliche Portion Platzangst, wenn ich an das Minensystem des Weinkellers zurückdenke. So nah am Wald sind die Hütten doch das Erste, was dem Feuer zum Opfer fällt. Sieh nur, Just, die Arbeiter wappnen sich mit Wasser, als wenn sie mit den paar Fässern etwas ausrichten könnten. Haben sie keine Schläuche? Die Bewässerung der Weinberge könnte die Ernte retten, aber um die Hütten ist es schlecht bestellt. Mit einer Wasserschanze zwischen Wald und Hütten ließe sich Schaden abwenden. Klar doch, mit Wasser aus 3, 4 popligen Fässern. So blind, wie er dir erscheint, ist der Aktionismus der Leute nicht. Sie brauchen mehr als unsere moralische Unterstützung. Tatkraft! Und wir zwei beide schleppen ganz locker zig Fässer herbei, hä? Wer sind wir? Superman und Popeye? Wir markieren die Fässer, die sich eignen, und die Schlepperei überlassen wir unseren dienstbaren Geistern. Sie brauchen nur bei Zeiten einen Wink. Worauf warten wir noch? So, dann schauen wir sich hier um. Wir müssen jetzt Fässer suchen. Das heißt, wir fangen bei der Vogelscheuche hier mal an. Und markieren die mit der Kreide. So, insgesamt sind es 4 bei der Vogelscheuche. Dann haben wir beim Baum hier noch welche. Auch 4 Stück. So, dann gehen wir wieder Richtung Villa. Zwar haben wir hier einen beim Auto. Und hier auf der linken Seite. Dann gehen wir hier rein. Da sind auch noch 2 Fässer. Beim Pferdestall hinten haben wir auch welche gesehen. So, es fehlen uns noch 6 Stück. Die sind hier bei der Abfüllanlage. Da würden ja noch mehr stehen, aber da können wir nicht hin. So, damit haben wir alle 20. Jetzt müssen wir reingehen ins Haus. Da ist hier vorne ein Gong und den können wir jetzt schlagen. Nein, Justus. Bettelei um Nachtisch ist kein triftiger Grund, um den Gong zu schlagen. Okay, wir müssen mit den Fässern draufschlagen. Die Hütten der Arbeiter sind in Gefahr. Für eine Barriere benötigen sie weitere Fässer zum Auffüllen. Wir haben Behälter markiert, die entbehrlich sind. Mit Fragezeichen. Jetzt brauchen wir starke Arme. Da rauschen sie hin. Beleidigt oder eifrig, das ist die Frage. Gut, dann schauen wir mal, was die treiben. Die ausgemusterten Fässer sind tatsächlich zur Stelle und gefüllt. Aber wie soll sich das Wasser auf breiter Front verteilen? Wir können die Fässer wohl kaum umstoßen. Außerdem gehe ich da garantiert nicht näher ran. Und jetzt? Von weitem pusten? Von weitem?
Peter, mein Sportsfreund, wie gut bist du im Baseball? Baseball? Ist das dein Ernst? Dann sollten wir uns sputen. Wir brauchen eine Baseballausrüstung. Das heißt, wir schauen mal hierher. Da ist nämlich ein Ball bei der Vogelscheuche. Wir brauchen 3 Bälle. Das Feuer kommt schon ganz schön näher. Vinothek. Langsam wird es eng im Tunnel. So. Hier rein. Vinothek. Hier oben ist noch ein Ball. Jetzt gehen wir rauf ins Zimmer. So, da haben wir einen Schläger. Und hier links unterm Tisch der letzte Ball. Jetzt gehen wir Baseball spielen. In Deckung, Justus. Ich hole aus. Ja, die Angst habe ich auch. Lass mal das mal fallen. So Slow Motion hier. Das ist really Slow Motion. Whoop. Alles in Zeitlupentempo. Whoop. Und voll daneben. So. Querschläger. Oh, Mann. So. Schauen wir mal, wer er trifft. Jetzt haben wir viele Bälle. So, erste Partie. Hammer. Die Minispiele treiben mich immer leicht. Was soll ich sagen, nicht? Oh! Den Schweiß auf die Stirn. Nein. Okay, es war nur einer. So gut. Okay. Oh Gott. Scheibenkleister. Das war... Es hat so gut angefangen. Das ist der Vorführeffekt. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich keinen einzigen Ball verloren. Wenigstens müssen wir nicht alle drei nochmal spielen. So, einer geht noch. So, geschafft. Gut gemacht, Peter. Aber wie lange wird das vorhalten? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin dürften sich alle in Sicherheit gebracht haben.
So, und wir auch. Chang, bist du das? Justus? Und Peter? Und wieder ein entspannter Aufenthalt in Verdant Valley. Bob geht es soweit gut. Später mehr. Erst muss ich die Anlage stoppen. Und dann bitte den Drachen, der mir ständig in den Nacken haucht. Die Mitarbeiter wirken etwas ratlos. Offenbar läuft die Anlage nicht rund. Der alte Generator hat seine Macken. Er versorgt den Tunnel mit Licht und Luft und hält bei Engpässen die Anlage am Laufen. Mit etwas Geschick kann ich beides schadlos voneinander abkoppeln. Ich brauche etwas Konzentration. Du, Just, siehst du auch, was ich sehe? Ich meine, da hinten, bei den Fenstern? Funkenflug. Solange die Anlage läuft, ist an die Fenster schlecht heranzukommen. Hoffentlich hat sich noch nichts entzündet. Wenn wir nichts unternehmen, wer dann? Wenn es in der Halle zu brennen beginnt, haben wir ganz schlechte Karten. Zumal ich keine Sprinkleranlage entdeckt habe. Weder eine automatische noch eine handgesteuerte. Bei hochprozentigen Spirituosen wäre das unverantwortlich. Bei Wein, nun ja, regeln auch das die Konditionen einer Sachversicherung. Es geht mir gar nicht um den Wein, sondern um die Kartons. Wenn die erst einmal in Flammen stehen, bis Chang die Anlage abgestellt hat, verstreicht kostbare Zeit. Die sollten wir nutzen, um einen kühlen Kopf zu bewahren und uns schlimmstenfalls nasse Füße zu holen. Verstehe. Nach Baseball ist Wassersport angesagt. Fehlt nur noch etwas zum Betanken. So, das heißt, wir gehen wieder rein. Rauf ins Zimmer. So, links und rechts liegen jeweils eine Wasserpistole. Jetzt gehen wir runter, wieder hinten zu den Hütten hin, zum Brunnen. Da können wir die betanken. Und dann spielen wir Feuerwehrmann. Das heißt, wieder zu der Abfüllanlage. Na los, Just. Wassermarsch! So, alles, was brennt, wird abgeschossen. 32 Kartons insgesamt. Das schaffen wir. In der Ruhe liegt die Kraft. Du übernimmst, ich fülle nach. Das ist eine gerechte Arbeitsverteilung. Dein Part. Ich tanke auf. Man darf keinen nervösen Finger haben. Du übernimmst, ich fülle nach. Dein Part. Ich tanke auf. Du übernimmst, ich fülle nach. So, zwei Stück noch. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich danke euch. Offenbar sind die Kontakte der Anlage verschmutzt, sodass sie partout nicht reagierte. Ich kappe nicht gerne den Strom, aber es war höchste Zeit. Ihr seid die reinsten Schutzengel. Ich hoffe, die kleine Martinez hat auch einen. Die kleine Martinez? Wer ist das? Clarita Martinez ist 8 Jahre alt. Ihre Eltern konnten sie nicht finden. Natürlich ist die Sorge groß. Wartet, ich habe ein Foto von meinem Patenkind.
Clarita trennt sich nie von ihrem Tutti-Frutti-Hut. Den hat sie von ihrer Granny. Die Dame mochte Filme mit Carmen Miranda, einer Hutmacherin mit eigenem Stern auf dem Walk of Fame. Behaltet das Foto. Clarita muss nicht in Gefahr sein. Aber sie versteckt sich gern. Vielleicht spürt ihr sie auf. Ich kann nur hoffen, dass uns Clarita keinen Schabernack spielt. In dem Alter verkennen Kinder oft den Ernst der Lage. Wo steckt dieses verflixte Haus? Was ist mit Bob? Der Transport stockt. Wegen der Brände geht es nicht vor und nicht zurück. Ich habe unsere Lage gemeldet, aber da brach auch schon das Netz zusammen. Mr. Rabinski ließ mich ziehen. Tja, und Bob? Was hat Bob berichtet? Mr. Rabinski riss in seiner Gegenwart laufend das Wort an sich. Mr. Lavender, stets im Tourbus, war nicht zu sprechen. Aber er, tja, machte mir Zeichen. Ich habe Fotos geschossen. Versteht ihr, was er meint? Er hat diese Zeichen öfter wiederholt. In genau der gleichen Reihenfolge. Beim ersten Mal meinte ich, er grüßt mich. Was dann kam, war ungewöhnlich. Er klappte den Daumen ein. Na gut, dachte ich. Vielleicht ein Insider aus einer Science-Fiction-Serie. Mr. Lavender blieb dabei sehr ernst und konzentriert. Er ließ mich nie aus den Augen. Auch nicht, als er den Daumen bedeckte. Was meint ihr? Ich sehe, wie du die Unterlippe knetest, Justus. Ich entsinne mich an die Empfehlung der Zeichenfolge aus einem Bericht über häusliche Gewalt, wie das Opfer unauffällig Passanten signalisieren sollte, dass es genötigt wird. Ein Hilferuf also. Aber er war allein im Bus, soweit ich das beurteilen konnte. Nun, ich verkannte seine Absicht, winkte freundlich zurück und zuckte mit den Achseln. Da ließ er es sein. Ich nehme mal an, er wollte dich nicht vor Bob gewarnt haben. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten aufgrund der Fotos die Polizei anschalten, bin ich dabei. Da wir es mit einer Bande zu tun haben, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Wir brauchen Bobs Report. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollten aufgrund der Fotos die Polizei anschalten, bin ich dabei. Ich kann nur hoffen, dass uns Clarita keinen Schabernack spielt. In dem Alter verkennen Kinder oft den Ernst der Lage. Gut, dann schauen wir sich mal ein bisschen um. Hallo? Ist da jemand? Nada. So, wir müssen jetzt 7 Obstkörbe finden. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen umschauen. Clarita Martinez? Der Schein trügt. Dann gehen wir zur Vogelscheuche. Hier hinten. Clarita Martinez? Der Schein trügt. So, jetzt gehen wir wieder hier vor. Zum Pferdestall. Hallo? Ist da jemand? Nada. Geh mal rein in die Vinothek. Ich korrigiere. Jetzt herrscht tote Hose. Clarita Martinez? Der Schein trügt. So, damit fehlen uns noch 2. Damit gehen wir rein ins Haus. Links rein. Hier. Clarita Martinez? Der Schein trügt. So, und einmal noch rauf ins Zimmer. Unterm Bett. Hier. Hallo? Ist da jemand? Nada. So, damit haben wir alle 7 Hinweise gefunden. Und ich mache an dieser Stelle wieder eine kurze Pause. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke anzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.